Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ach, die haben angefangen zweimal. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge. Folge 4. Oder Folge 4. Ja. In dieser Folge reden wir erstmal mit Sturgis. Hi, Sturgis. You willing to do some work? Klar, ich liebe Work. I love work. I could sit and watch it all day. Well, for starters, we could use some real beds. We've been sleeping on the ground for too long. Klar. I'd be glad to help. Okay, good deal. Just make sure we can sleep with a roof over our heads. Some of these old houses still look solid enough to do the trick. There's a workbench over there you can use. Give me a holler if you need anything. You see, ich habe mich darum schon gekümmert. Um fast alles, was du mir jetzt an Aufgaben gibst. Sturgis. Ja, hallo. Übrigens, diese Statusanzeige, da ist auch von zum Settlement. Die ist nicht Vanilla. Having a place to sleep will improve everyone's spirits. What we need now is a reliable source of clean water. Habe ich schon. I'm on it. Clean water coming up. Great. Thanks again. Ja, Sturgis. Hab ich schon. I feel better already, knowing we have a reliable supply of clean water. I hope you don't mind me asking for some more help, but our food supplies are running low. Hey, Mom. Well, if we're gonna settle here, we need to get some crops established. Nice to finally settle down. Klar. I'll start planting right away. Good deal. Und davon habe ich nicht alles voll. Spent a little time on the run when you were younger. Oh yes, you have to when there's a phone in my head. A little elderly advice: don't double cross a raider. They hold long grudges. Yeah, that's good advice. Sounds like quite the adventure. It was. Okay, hier was zu essen her zum Anbauen. Ja, ihr habt natürlich nur Baumaterial hier, ne? Hey. Sure, let me just stop what I'm doing to talk to you. I'm being sarcastic. Leave me alone. Can we trade a few things? Was dabei? What gave you the idea we're friends? Shut up. Hey, do you have a moment? I wanted to thank you for helping us out in Concord. If only we'd run into you sooner. It's okay. Don't mention it. You guys have been through hell, huh? You have no idea. In these past few months, we've lost everything. My son, he's gone. I understand how you feel. I lost someone too. But you and I. Was ist da kam aber los? We have to go on. For them. Ja. Let's trade. Hast du was zu essen dabei? Nö, auch nicht. Hey. Sanctuary. I knew you'd join us here, kid. Your energy is tied to this place. Ja, ich habe hier mal gelebt. I used to live here. A long time ago. Ah, but the distant past ain't so distant for you. I saw you leave that icebox. This whole world is like some bad dream you can't wake up from, isn't it? The site can help you, kid. It always has answers. Just gotta bring me some jet so I can see what it wants to tell you. Nice, jetzt will ich zum Drogendealer. Ich habe schon was davon. Here. I already have some. Like a little kick yourself, huh? This'll do. Now, let me ride the high to where the site wants to take me. Diamond City holds answers, but they're locked tight. You ask them what they know, but people's hearts are chained up with fear and suspicion. But you find it. You find that heart that's gonna lead you to your boy. Oh, it's bright, so bright against the dark alleys it walks. That's what you need to do, kid. Follow the signs to the bright heart. Phew, wow. That took more out of me than usual. I'm gonna need to rest now, kid.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob du was. I've got a favor to ask you, kid. I know it's silly, but I need a chair. Something with a nicer fit for these old bones. Can you do that for me? Klar. Sure. Be glad to help. Thank you. Bin jetzt eh schon Schreiner. Was wird? Kannst du direkt in der Ecke sitzen. Mama Murphy's Chair, dafür brauche ich Klopf. Jetzt habe ich Klopf. June, du sitzt ja echt im Weg, by the way. Und June, dein Level up. Speak up. Mama Murphy. Aching too much to talk too long. I should sit down. Just when you think you're safe, you're not. That's how they always get you. Yeah. Tired. The sight takes a toll on you. Hey. I'm all right, kid. Just need to take it easy before using the sight. Ja. Eigentlich brauche ich nur was zu essen, damit ich hier was anpflanzen kann. Ich hatte gehofft, dass irgendwer von euch was dabei hat. Just find a nice spot of ground and plant whatever you've got. Anything fresh will be a great change for us. Ja, aber ich muss dafür erstmal was zum Anpflanzen haben. So, wie viel Level haben wir jetzt schon wieder? Level 2. So, einmal Locksmith, fortgeschrittene Schlösser und fortgeschrittene Terminals. Damit kommen wir schon in ein paar mehr Orte rein. So, warte. Ich darf schnell was zu essen hier. Marcy hatte nichts, er hat nichts. Mit ihr kann ich gerade nicht reden. Also mit ihr kann ich gerade nichts tauschen. Besten vielleicht? Ah, wahrscheinlich eher nicht. Christine! I really appreciate you helping us out here. Hey. This place is really starting to come together. Wir sind gerade angekommen. Okay. Gut, ich komme gleich nochmal wieder. Ich weiß mindestens einen Ort, wo ich was zu essen herkriege. Ich weiß aber eigentlich einen. Ich weiß wo. Ich kann jetzt übrigens auch wieder die Dings installieren. Es gibt einen Bug am Anfang vom Spiel, wenn man zwei bestimmte Creation Club Items installiert hat. Bei Quest Mods. Die machen die erste Quest kaputt. Und die habe ich rausgenommen, bevor ich das Display angefangen habe. Weil wegen diesem Bug musste ich dieses Display neu anfangen. Und die kann ich jetzt wieder reintun. Also nachdem man die da in Concord gerettet hat, kann man die ohne Probleme wieder reintun. Nur bis zu diesem Punkt halt nicht. Und ich vergesse immer, dass hier eine Höhle ist. Weißt du was, da gehen wir auch schnell rein. Was ziehe ich auch schnell rein? Gibt es jede Menge Pilze. Ich finde hier was zu essen drin. Also irgendwas, das man anpflanzen kann. Hund, du bist im Weg. Ah, Nuga-Cola. Mit dem Glas. Oh, schon. Knochen. Fuck, das hat man gehört. Das war eine leuchtende Mallrat. Duct Tape.
Kindersafe. Sweet. Minen benutze ich auch so gut wie gar nicht. Also so wirklich gar nicht. So, von da komme ich. Da ist noch ein Fusion Core. Danke, danke. Trespass Award for the greatest year to waste production. Mit anderen Worten, die haben einfach nur ihren Müll hier unten abgeladen. Die haben gar nicht wirklich ihren Müll reduziert. Sie haben einfach nur hier eine Höhle geschmissen, damit es so aussieht, als hätten sie weniger Müll. Damit sie den Preis abstauben können. Ach ja, typisch Kapitalismus. So. Haben wir die Höhle auch ausgeklärt? So. Yep. Noch eine Zoll direkt abladen. So. Was denn? Was hast du gefunden? Was? Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Hey, du bist ein guter Junge. Hat Geld gefunden. Ist zwar kein wertvolles Geld mehr. So, ich würde sagen, ein paar Sachen verschrotte ich schon mal direkt. Die 10 mm zum Beispiel habe ich schon. Nee, die benutze ich nicht wirklich. Hunting Rifle. Das ist Lola Mark 1. Das andere ist Scrap Lola. Muss ich eigentlich noch umbenennen. Die Laser muss Laserwaffen. Ich lasse den Namen erstmal so. Könnt ihr in die könnt ihr in die Kommentare schreiben, welche Namen ich den Waffen geben kann? Für die Laserwaffen für die 32er Revolver. Weil für die für die halbautomatischen Pistolen habe ich ja Zephyr. Für die Revolver habe ich eigentlich keinen Namen. Die habe ich meistens auch Zephyr genannt. Aber mit ein paar mehr Leuten, die zugucken und vielleicht auch kommentieren, kann ich diese Namensliste ja erweitern. Die Lasermusketen hatte ich auch immer einen Namen, aber. Minigun habe ich auch nicht wirklich einen Namen für. Old Action Rifle habe ich schon. Halbgun sind mein Arsch. Raman Shotgun. Da kann ich wieder meine Max-Benennung benutzen. Endmate Max und Karawanen Max. Karawanen Max ist schon deutlich besser. Ist aber auch nur eine doppelläufige Rückfinte. Weißt du was? Das Short nehme ich weg. So. Mache ich das einfach so. Und. Obwohl. Nee, warte, ich lösche die wieder. Ich verschrotte die auch direkt. Ich bin noch genug davon. Die Minigun weiß ich noch nicht. Ich weiß aber schon, welche Waffe ich Keks nennen werde. Nämlich nicht so eine mickrige 32er Pistole. Sondern ich weiß schon. Ich weiß schon, welche Waffe ich Keks nennen werde. So. Ich werde auch noch nicht alle Waffen davon mitnehmen. Das wird zum Beispiel nicht. Die muss ich noch umbenennen. Die nehme ich auch noch nicht mit. Die muss ich auch noch ein bisschen verbessern. Die nehme ich wahrscheinlich mit. Die hier ist viel zu schwer, um sie darauf mitzuschleppen. Die werde ich dann auch nicht mehr mitnehmen. Ich glaube, die drei Waffen nehme ich jetzt mit. So als Standard. Da habe ich eine für kurz,
Also eine Waffe für kurz, eine für mittlere und kurze Strecken und eine für lange Strecken. Da dürfte ich eigentlich genug dabei haben. Scrap, oder? So, du hast schon einen ziemlich guten Receiver. Sharpshooters Grip. Kann ich jetzt eigentlich mittlerweile? Nee, immer noch nicht. Wieso nicht? So. Ich glaube, die nehme ich. Powerful. Das Ding braucht ein Scope. Und zwar bitte eins für lange Reichweiten. Danke. Und das war's. Mehr kann ich nicht machen. Und schon geht wieder der Kleber aus. Ja, ich brauche schon wieder Kleber. Es mangelt immer am Kleber. Das kann ich noch machen. Oh. Und das war's auch schon. Mehr kann ich nicht machen. Okay, das bleibt auf 1. Nur für 2. Und das nur für 3. Pistole. Rot. Und Schnieper. Huch. Und das hier. Alles in Junk direkt einlagern. So, was ich dann direkt machen kann. Weg. Oh, was habe ich denn? Ich habe den linken Arm. Ich habe linkes Bein und rechtes Bein. Mir fehlt noch rechter Arm. Damit. Das ist Mark 1. Und zwar C für Chest. Mark 1 Chest. Dann Leder Mark 1. Linker Arm. Dann Leder Mark 1. Rechter Arm. Nee, das ist linkes Bein ist das. Und Leder Mark 1. Rechts Bein. Also Right Leg. Das einzige, was noch fehlt, ist noch RA. Rechter Arm. So. Kann ich nämlich. Und jetzt habe ich meinen Wollzug nicht mehr an. Weil. Der Utility Wollzug zählt als Ganzkörperrüstung. Nicht als Unterrüstung. Apropos. Wedding Goggles. T-Shirt und Slacks. Den Wedding Ring behalte ich noch ein bisschen. Obwohl, warte, die nehme ich noch mit. Und hier dann brauche ich meinen normalen Wallsuit. So. Weil das ist eine Unterrüstung. Die kann ich unter dem der normalen Rüstung tragen. Und so sieht das dann aus. Ich bin noch rechter Arm. Die geben mir Perception. Ja. Sieht sehr vollartig aus. Was ich aber auch machen kann. Was auch ganz lustig ist, ich kann ihm hier auch die Sachen anziehen.
So, ich würde sagen, wir können hier ein bisschen aufräumen. So. Dann weg. Hier wird so schnell keiner mehr tanken. So, das kann auch weg. Das kann weg. Das kann weg. Nein, nicht das Schild. Das Schild bleibt. Das Schild kann ruhig bleiben. Der Pylon kann weg. Das kann weg. Das funktioniert eh nicht mehr. Ich hoffe, diese Körper, die spawnen auch irgendwann mal. Sollten sie eigentlich. So, der LKW kann auch weg. Die Zigarettenmaschine kann weg. Das 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 kann weg. Alles weg. Ein bisschen aufgeräumter aussieht. So. Das kann bleiben. Dann weg. Das kann weg. Ja. Was ich machen kann. Ah, Statue für River. Ja, River war der Hund, der quasi Modell gestanden hat für Dogmeat. Also quasi das Real Life Äquivalent für ihmchen hier. Die echte Dogmeat. Ist leider verstorben vor 2-3 Monaten erst. Nicht so lange her. Hier eine Hundehütte. Kann ich hier ein Dings hinsetzen? Irgendwo? Jetzt direkt eine Lampe haben? Habe ich hier einen Fressnapf irgendwo? Dog Bowl. Erstens mal, dass der ist nicht auf dem Boden. Ja. Das ist eine eigene kleine Hütte. Sehen, ich habe noch Schrott dabei, den kann ich direkt wieder abladen. So, dann guck ich mal, ob ich irgendwas wegbraten kann. Und auch alles Erfahrungspunkte und alles weggebraten. Ich kann es aber auch direkt wieder verstauen, weil noch brauche ich es nicht. Jet ist auch so eine Droge, die ich nie benutze. Das Einzige, was sie halt macht, ist, sie füllt deinen Aktionspunkt, also deine Ausdauer unten auf und verlangsamt dann für 50 Sekunden die Zeit. Und das finde ich halt mehr nervt als hilfreich. Sanctuary. Ich brauche mehr Essen für Sanctuary. Das war das. Das war das. Und ich glaube, ich weiß auch, wo ich es herkriege. Weil da unten auf dem Kompass sieht man eine Farm. Und die Farm ist auf der anderen Seite von diesem Hügel. Ach Gott, da kann ich direkt den ausprobieren. Funktioniert ganz gut, würde ich sagen. Und auch hier sieht man wieder eine Mod, die ich installiert habe. Für ein Redesign für die ganzen Schrottwaffen. Also nicht, dass die Waffen schlecht sind. Sind sie auch. Aber sie sind halt wirklich aus Schrott zusammengebastelt. Das sind so improvisierte Waffen. Ich glaube, in der deutschen Fassung heißen sie sogar Impro-Waffen.
Ja, stimmt. In der deutschen Fassung heißen die Improwaffen. Im Englischen heißen sie Pipe Pistols. Also Pipe Guns. Aber in, deutschen, aber in der deutschen Fassung heißen sie tatsächlich Improwaffen. So. Und die ganzen Improwaffen werden hier mit der Mod halt überarbeitet. Und auch für die Lisa-Musketen habe ich mir überarbeitet. Bäh, eine Overhaul-Mod drauf. Hallo, ihr habt ja schöne Tomaten. Kann ich die mal mitnehmen? Hallo. Das ist genug, Stranger. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keine Probleme. Ich bin freundlich. It's okay. I'm friendly. Not looking to cause any trouble. If you say so, but be warned, we're armed here. So don't try anything. Let me tell you, farming ain't easy. Out in the field all day, every day. And every minute of it. Spent watching your back. Jo. Wenn so eine Farm ist, ist lächerlich. Was fängst du hier an? What kind of crops do you grow here? Mostly potatoes so far, but we're starting on melons. Blake Abernathy, you new to the Commonwealth? Ja und nein, ist eine lange Geschichte. Yes, and no, it's a long story. Either way, good to see a new face. How about you? Ever think about work in the land? Was braucht man dafür denn? What do you need to start up a farm? Well, my father would have told you it's the three L's. Land, labor, and love. You gotta have land to work, you gotta put in a full day's labor, and you gotta love what you do. Anyone who doesn't ain't gonna last long. Word of advice, though. If you do start up a farm, be ready to deal with the raiders. Why do all the hard work when you can just take what you want at gunpoint? Ja, der Name allein schon. Raiders? The name alone says something. You really are new. The name's only the tip of the iceberg. They're well armed, take what they want, and kill whoever gets in their way. Last time those raiders hit us, my daughter Mary tried to stand up to them. Now she's buried out back of the house. Only 21 years old, and they shot her down without a thought. That's why we need the Minutemen back. And the sooner, the better. Ja, okay. Ja, ich arbeite gerade dran, die Minutemen zurückzubringen. There's nothing worse than losing a child. Believe me, I know. I'm sorry to hear you say so. I don't have much to offer, but those raiders that killed Mary, they took her locket too. It's been in Connie's family for generations. If you could get it back, it'd mean a lot to us. Ja, mach ich. Don't worry. I'll get that locket back for you. Good. Connie feels like it's a part of Mary. I don't think she'll rest easy again as long as it's gone. Ach, shit. Shit. Hätte ich ja in der Konversation machen sollen. Du hast nichts dagegen, wenn ich ein paar Tomaten hier mitnehme, oder? Die ich bei mir einpflanzen kann. Damit ich ja Konkurrenz machen kann. So, jetzt habe ich Tomaten, jetzt kann ich direkt wieder zurück. Jetzt haben wir doch die halbe Folge damit verbracht. Mehr als die halbe Folge damit verbracht. Nach einem Weg zu suchen, da Essen anzubauen. Und mit ein bisschen Micromanagement. Und ein bisschen Waffen upgraden. Also wir haben doch schon ein bisschen was in der Folge geschafft. Umplayen. Ich hätte gerade während der Konversation kurz in den Fotomodus wechseln sollen. Für einen Thumbnail. Ich habe bei der ersten Aufnahmesession komplett vergessen, dass ich die Mod drin habe. Der ich schöne Thumbnail-Fotos machen kann. So. Gut. Potatoes.
Oh krass, das Zeug ist nachgewachsen. Ich hätte es jetzt einfach ernten können und neu pflanzen können. So. Jetzt habt ihr genug Essen, oder? Judges. Judges. Now this place is starting to feel like home. Now that we can grow our own food, I think we can really make a go with this. Trouble is, the more we establish ourselves here, the more of a target we become. What we need is to get some defenses set up. Then maybe Preston will be able to relax a little bit. I'm on it. Ah, thanks. It'll make everyone feel more secure here. Und ich weiß auch schon, wen ich dafür assigne. Nicht du, du bist dumm. Dich mag ich nicht. Murphy ist da. Wo ist der? Wo ist der Typ? Wo ist ihr Husband? Also war es ihr Husband? Was ihr Husband ist, ich weiß es nicht. Wo ist denn der? Da ist er. Hey June, komm mal mit. Komm mal mit. Du wirst jetzt Wache spielen. Und zwar ja. Tada, du bist jetzt Wache. Blup. Übrigens die Ressourcenanzeige da oben rechts. Die ist auch von zum Settlement, genauso wie die in der Mitte links. Nur die Zeile oben ist halt vom normalen und halt unten die Zeile zum Auswählen. So, und dann mache ich das so, dass du dich ums Essen kümmerst. Du darfst im Dirt rumschaukeln. Und du, Sturges, kannst ein bisschen scavengen. So. Dann machst du die ganze Drecksarbeit machen. Okay. Okay. Ah. Ich muss nur mal neu zuweisen. What the hell? Sie hat jetzt ein Kabel ausgewählt. Du. Kümmerst dich ums Butter. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 geht. So. Du scavengst. Sie kümmert sich ums Futtern. Und June erledigt die Verteidigung. Nice. Mal gucken. Sturges. Thanks for doing that. We'll all sleep better at night knowing we have some defenses set up. It's been a long road. But yeah, I think this is it. Home. Feels good. I was glad to help. Well, I appreciate it. Of course, you know you're welcome anytime. My door's always open to you. Windows, too. Some of the walls actually come to think of it. I guess I better get back to it. Take care now. Danke. Also das heißt danke, ich habe euch geholfen, ihr umgekehrt. Crystal. Die haben tatsächlich einiges hier rumfliegen schon. Das kommt halt von dieser Station, die generiert in der Zeit Schrott. Wenn da einer dran arbeitet. Das hier stört mich dann doch ein bisschen.
Diese kann man eigentlich nicht setzen. Das ist eigentlich Schrott. Ist sie zumachen? Ja, fast. Wird reichen. Wird reichen. Kurzwurf! Mom, welcome back, Mom. I do hope you were able to find some assistance in Conker. Ja. How were things here while I was gone? No, just catching up on some old yard work with the occasional pest control. And you, Mom. Anything to be found in Conker? Viel neue Freunde, vielleicht. You could say that. I made a few new friends. Can't have enough of those these days. I realize that I'm no Mr. Gutsy, but if needed, I'd be honored to accompany you throughout the Commonwealth. Just say the word. Klar. Yes, of course. Lead the way, Mom. Not to worry there, Pup. Your mistress is in good hands. Doc Mickey geht direkt zurück zu Red Rocket. Ich glaube, ich nehme ihn jetzt ein bisschen mit. Weil, wie jeden Companion, den man auf der höchsten Loyalitätsstufe hat, quasi, kriegt man einen Perk. Einen permanenten Perk sogar. Also er muss nicht mit einem mitreisen, damit man den Perk hat. Man muss nur das höchste Freundschaftslevel mit denen erreichen. So. So. Ich räume ihn gerade mal ein bisschen auf. Obwohl, ja, die Folge ist eigentlich schon wieder zu Ende. Ja, diese Folge war sehr Settlement-lastig, ja. Zack, zack. Dieses Laternensystem werde ich, glaube ich, später neu bauen. Mit funktionierenden Laternen, weil die Laternen funktionieren nicht. Diese Laternen sind alle Schrott. Man kann aber die gleichen Laternen auch bauen, soweit ich weiß. Ja, hier, das sind die. Die kann ich so auch bauen. Also kann ich damit später quasi wieder die ganze Straße entlang diese Laternen bauen. So, das kommt auch weg. Habe ich irgendwo so eine Laterne übersehen? Ihm da vorne muss ich irgendwann eine vernünftige Waffe in die Hand drücken. Und eine vernünftige Rüstung. Wenn er das hier alles beschützen soll. Hopp. Ah, das geht auch noch weg. So ein kleines bisschen Ordnung hier reinbringen. Erstmal weg, erstmal weg. Hier kann auch keiner mehr sitzen. Das, der hat nicht mal mehr Bänke. Das kann auch weg. Das kann weg. Hier liegt so viel Schrott rum. So. Das kann auch weg. Das kann weg, das kann weg. Ich darf nicht zu lange im Wasser stehen. Ich krieg gerade auch jeden Schaden dadurch. Wenn ich zu lange im Wasser stehe, weil das Wasser auch verstrahlt ist. Und das. So. Und dann würde ich sagen. So, das ist in guter Sicht. Dann beende ich die Folge hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Wo wir uns dann auf dem Weg Richtung Diamond City machen. Bye.